Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Episode Dorngate zusammen mit Maru und mir. Schönen guten Tag. Hallo. So, ihr seht den neuen Champion. Kindra ist mittlerweile, also jetzt heute, brandneu ins Spiel gekommen. Der erste als Assassin, markierter Charakter. Damage Rating 3, Mobility 3, Sustain 1. Hält also nicht viel aus, soll ein Assassin sein. Ist eine Mischung aus Fiora und Cutter für LOL-Spieler. Genaueres, obwohl wir haben ja noch genug Zeit, das zu erklären. Der Q-Skill von ihr wirft Krallen in einen Radius nach vorne, ein bisschen so wie Talon. Treffen aber nur auf dem Weg hin, kommen also nicht wieder zurück. Und wenn ich einen gegnerischen Spieler, also Champion damit treffe, einen Shaper, dann werde ich um ein bisschen von dem Schaden geheilt. Die zweite Fähigkeit ist wie Cutters AE. Es kommt einfach ein bisschen Damage sozusagen um mich rum, komplett überall. Und auch da gilt wieder, wenn ich einen Shaper treffe, bekomme ich ein Schild. Also es hat immer so einen kleinen Effekt, wenn man irgendwie einen gegnerischen Champion trifft. Die dritte Fähigkeit ist ein Teleport, kennt man auch von Cutter. Man teleportiert sich hinter den Gegner, das macht ein bisschen Schaden und man kann dann seine anderen Fähigkeiten benutzen. Auch bei dem Charakter gilt passiv, dass wenn ein Gegner stirbt, die Cooldowns wieder ein bisschen zurückgesetzt werden. Also alles bis auf die Ulti eigentlich sofort und komplett. Und die Ulti ist deswegen die Mischung mit Fiora. Die Fiora-Ulti, du klickst einen Gegner an und teleportierst dich sozusagen 6-mal zu ihm. Es sei denn, es sind mehrere gegnerische Champions da, dann springt man von den Gegnern hin und her. Aber man landet am Ende wieder bei dem man auch angefangen hat. Also der erste und der letzte Treffer gehen auf denselben Champion. Und ansonsten wird noch 4-mal drumrum gehüpft. Das ist eigentlich fast genauso wie Fioras Ulti, ne? Ja. Also hier wurde viel jetzt kopiert. Meine Meinung zu dem Champion ist natürlich wieder, ist wieder mal gut designt. Es ist so ein Champion, auch wenn er kopiert ist, so ein Champion hat gefehlt bis jetzt. Aber ich finde ihn relativ schwach, wieder mal. Natürlich ist es ein Assassin, wenn man viele Kills hat, ist er stark, das soll er ja auch sein. Nur die Lane-Phase ist nicht, dass man schwach ist, sondern sie ist relativ schwer. Du brauchst einfach mehrere Gegner und die Ulti macht gegen zwei Gegner, beziehungsweise dann meistens nur noch gegen einen, relativ wenig Schaden, denn trifft man einen Gegner öfter, macht sie 40% weniger Damage mit den Folgetreffern und was dann schon so gut wie gar nichts ist. Das zeigen wir euch aber hier einmal nochmal kurz zum Nachlesen. Night Strike, das sind die Dolche, treffen sie einen Gegner, macht halt Schaden, treffen sie Gegner, machen sie Schaden und heilen dich. Die zweite Fähigkeit, Duskmantle, macht halt AE-Damage. Treffe ich einen gegnerischen Champion, werde ich mich ein bisschen heilen. Und ja, die dritte Fähigkeit ist der Shadow Step. Klar, das ist ganz einfach, ein ganz simpler Teleport, so wie man ihn kennt. Und die Ulti, schönes Bild übrigens hier, das ist Husch, Nox, Aritena, der Flash, die Flash-Ulti. Die Reichweite von den beiden Sachen, muss ich zugeben, ist relativ gut. Also von dem Shadow Step und der Ulti, die finde ich in Ordnung dafür. Gerade der Shadow Step hat eine riesige Reichweite. Den Dolch finde ich ein bisschen schwach. Das sieht hier ein bisschen besser aus, als er eigentlich ist. So weit geht das eigentlich gar nicht, weil es relativ lahmarschig ist. Das so zu dem... Ach ja, noch ganz kurz, ist es magisch alles. Hier, wir reden hier von magischen Angriffen. Mal die Patch-Änderungen eingehen. Also erstmal gibt es wieder neue Spell-Effekte beim Spirit-Duell und die ganzen Buffs haben andere Effekte bekommen. So sieht zum Beispiel jetzt der Buff von Baron viel größer aus und schöner und alles. Den wir gleich beim Jungler sehen, wenn man vorbeikommt. XP-Änderung. Es gibt weniger, also die Minions geben weiter XP, aber dafür wird beim Team weniger XP geteilt. Von 33% auf 30 runter. Die ganzen Shaper wurden ein bisschen balanced, zum Beispiel Amarund macht weniger Damage auf der Ulti, also weniger Scaling. Oder Desecrator hier hat mehr Cooldowns und sowas. Balance-Änderungen müssen ja sowieso immer kommen, wichtig ist halt nur, dass man auf der Lane weniger XP bekommt. Und alleine natürlich dadurch wieder einen Vorteil hat. Meiner Meinung nach levelt der Jungler jetzt noch einen Tick schneller. Ist natürlich für zukünftige Jungler vielleicht nötig, aber momentan ist halt Voluk dabei, der sehr schnell jungelt. Der kann gut durch den Schaden. Könnte schon ein gutes Problem darstellen. Ihr seht hier mal den Dolch, den werfe ich immer. Zum Farm ist der ganz gut. Als zweites nehme ich auch jetzt erstmal den AE, weil wir gar keine Schwierigkeiten haben. Sonst würde, wenn wir jetzt Schwierigkeiten hätten, hätte ich den Shadow Step als zweites genommen. Aber so gehe ich mir einfach hier nur mal sicher, die Minions holen. Geld ist wichtig mit dem Charakter, denn wenn man am Ende nichts zusammen hat, macht man auch nichts an Schaden. Deswegen, oh,
viel versuchen mitzunehmen. Ich versuche auch meistens immer noch einen Champion mitzutreffen, aber dafür ist die Reichweite echt nicht so hoch. Denn dann würde ich wenigstens ein bisschen HP zurückbekommen. Jetzt könnte ich zum Beispiel schön reinschmeißen. Die weicht schön nicht aus, das gefällt mir. Das Minion brauche ich. Das sind dann vielleicht echt Gegner, die wir gleich schnappen können. Ich bin gleich auf Level 3, dann könnte ich mich ranporten. Okay, da komme ich nochmal ran. Ich poke noch ein bisschen. Ne, aber nicht zu tief jetzt, weil sonst geht er jetzt gleich. Ich hab jetzt gleich Level. Warte noch einmal ab und könnten wir ihn vielleicht schon kriegen. Das war's, glaube ich. Ne, unser will angreifen. Ich bin jetzt einfach mal reingegangen mit allem, was ich habe. Schade, dass er uns nicht gechased hat. Da kommt Volo. Bisschen risky das Ganze. Oh, ich habe ihn jetzt mit meinem Summoner-Schild gerettet. Ich glaube, er wäre gestorben. Ich weiß nicht, ob die hier einen Wort drin haben, aber ich stelle meins auf. Ich glaube schon. Die Chance ist hoch. Ansonsten kommt gleich ein Paintball. Da kam er. Ah. Fehlt also ein bisschen. Am Anfang fehlt ein bisschen der Burst, sonst wäre die schon lange weg gewesen. Ja, das Wollock sich so da auch ein bisschen getraut hat. Zu viel. Das wurde auch so beschrieben: man muss sie im Early Game niederhalten, damit sie nicht im Endgame alle wegrotzt, sozusagen. Ich versuche hier mehr Damage eigentlich nur auf die Minions zu machen, ob ich jetzt den Last kriege oder nicht. Einfach nur damit ich auf jeden Fall die Ulti vor denen habe. Alle? Oh, jetzt. Ah, ich hätte das ja noch früher gehabt. Nein! Muss ich machen. Ja. Dann nehme ich lieber den Kill mit. Einer für eins, okay. Sonst hätte mich nämlich Seri noch getötet. Hat sie ja sowieso. Ja, sonst hätte sie mich gekillt, ohne dass jemand gestorben wäre, weil ich einfach weggerannt wäre. Ich bin jetzt immer 3 Level 1, obwohl diesmal nehme ich sogar 4 Level 1. Zweimal Power und baue jetzt erst aus. Ich hätte Range. Oh. Flash? Ne, du hast Shield, ne? Ja. Den Stun. Schön, nochmal. Ah, schade, weil das macht extrem Schaden. Der Tower ist in dem Bereich echt Killer noch. Deswegen haben sie sich auch sehr viel noch getraut. Wo ist er denn? Der ich hab noch Post dabei, ich kann auch hier bleiben. Muss ich gar nicht die XP abgeben. Oh oh, das war nicht gut, das war nicht gut. Danke für den Stun. Jetzt muss ich nur schauen, wo die Wards sind. Okay, ich habe einen Pot noch. Auf jeden Fall bis zur Ulti. Wir warten jetzt die dritte Serie, war die dritte und die da gehört nicht hin. Jungelt die? Ja, die jungelt bei denen. Bei denen jungelt die. Ach doch, die jungelt, genau. Der, wie heißt der denn? Der alte Mann, der gehört hier nicht hin. Ich hab's den Namen vergessen. Petrus. Da ist Wolluk. Ah, ja. Ja, doof, dass man sich bei dem Shadow Step hinter den Gegner portet. Das war ich nämlich dann schön in Tower Range, was ich sonst nicht gewesen wäre. Guter Slow vom Volok. Mal ein bisschen Schaden auf den Turm hier. Leider kein Flash mehr, ich wollte unbedingt an Serie ran, dass ich da einen Busch geportet habe, aber war leider immer noch 3 gewesen. Gehen wir hier die Minions wieder weg, Mann. Das Schild kriege ich auch. Oh! Ich hab Ulti. Ja. Jetzt ist der Tower nämlich an mir dran, jetzt kann ich die Ulti nämlich machen, dadurch werde ich unverwundbar und zack. Ich hab Akku vom Tower, das weg kannst. Die Ulti macht mich halt unverwundbar für 1,75 Sekunden, also fast 2 und ich springe halt zwischen den Gegnern hin und her. Das ist beim Tower Dive ganz praktisch. Oh, das ist nicht gut. Aber ich kann auch zu Verbündeten springen, Cutter-Style. Deswegen konnte ich jetzt hier zum Maro hüpfen. Also mal gut entkommen. Ja, beim Tower Dive ist die Ulti ganz praktisch, weil die Gegner davon ausgehen, oh, jetzt ist ein Tower Range. Noch jetzt zumindest. Schöner Akku-Reset auf jeden Fall. Du hast jetzt zum Beispiel auf mich übergeben können, dass ich mit vollem AP den Tower weiter tanke. Na, ich warte mal ein paar Cent auf mein Item. Ich lauf zum Tower zurück. Gegnerisches Team hat bis jetzt 2 Kills, deren... wie heißt denn jetzt? Kindra. Hat 1 Tod, weniger Creep Kills, 0 Kills. Da habe ich momentan einen kleinen Vorteil. Levelmäßig ist sie auch nicht so hoch.
Also jetzt gerade, du kriegst auch weniger XP, wenn du jemanden tötest, der ein niedrigeres Level hat als du. Okay. Also ein Level weniger sind 10% weniger XP. Warlock braucht Hilfe. Oh, jetzt ist geflasht, schade. Ich dachte, ich komme hinterher. Aber hier kommt noch jemand durch den Wald. Der Jungler? Ah, den warte ich doch mal ab. Ah, der geht andersrum. Hi. Ich bin hinterher, ich bin dran, ich bin dran, ich bin dran. Wo ist denn dann der Jungler gewesen? Ich dachte, der macht sich die Minions. Nee, der ist dies hier reingelaufen in den Busch, dann ist er irgendwie verschwunden. Weiß es auch nicht. Aber ich würde sagen, wir holen uns mal unseren Lane-Partner da oben. Der hat auf jeden Fall keinen Flash mehr. Hat's ja gemacht, um vor mir abzuhauen gerade. Your binding is under attack. Jetzt ist er tot. Ich glaube, dafür benutze ich die Ulti noch nicht. Ich habe die Ulti zur Not. 3 Sekunden noch, ja. Ich wollte jetzt nur den Kill nicht nehmen, weil ich muss hier Schaden nicht machen. Ja, ihr seht, also der Charakter macht so gut wie keinen Schaden, der ist voll schlecht. Aber man hat wirklich das Gefühl, weniger Damage zu machen. Die meisten laufen jetzt hier gerade auch nur einzeln immer rein. Ich hab Tower. Jetzt. Ja. 1 Sekunde habe ich. Ja. Kannst zurück durch den Tower, der ist hier kaputt. Ich würde sagen, nehmen wir den Spirit Veil ein, der ist jetzt gerade offen gegangen. Komm mal her zum Porten. Okay, ja. Ah, da. Porten? Oh, was ist das denn? Ach, das ist, wenn er offen ist. Mhm. Seht ihr, wenn man jetzt drin steht, kriegt man diesen Kringel um sich drum rum, wenn man einen nimmt sozusagen. Kommen auch. Ah, gleich ist aber zu spät. Lass. Er geht voll ab. Ja, ich finde jetzt auch cool, weil man kurz den Buff klauen, wenn er da ist. Der hat mir sicher kein Ward drin. Was haben wir denn da? Defense, ne? Mal sehen. Nee. Ich meine, das ist der Defense, der Orange, ne? Nimm trotzdem, du musst ja Bündnis ja Agro. Und es ist ja Amor. Ah, schade. Wir haben hier eine Ward drin in dem Eck. Unten, lass mal nach unten. Okay. It's so overextended. Your binding is under attack. Weil man bei dem Hundemann aufpassen muss, der macht mehr Schaden, je weniger HP er hat. Kann eine fiese Falle sein. Ultian! Ja. Hab Agro. Oh. Lass uns hier in Tower Range, Ich hab gleich noch Flash. Ich weiß nicht. 5 Sekunden, gib mir 5 Sekunden. Okay. Ja. Der Ulti ist direkt. Noch einer. Zwei. Oh. Mich rausgeflasht. Diesmal den Rückweg ab. Ah. Oh, geklaut. Ich will hier unten den mitnehmen. Miraculous. Your team has captured fish base. Well. Yep. An enemy binding has been destroyed. Komm direkt mit. Warlock macht jetzt schon gleich der generische Assassine, die ist noch Level 7. Und hat 0 Kills. Ach schade, Hunger kann ich mir nicht mehr leisten. An enemy has been slain.
Ich würde sagen, die Penetration ist sehr wichtig mit ihr, dass du die das Defense wegmachst. Habe ich Destruction, Guard Break. Heute wirst du wahrscheinlich auch bauen, das Prozentual wegmacht. Hier wollte ich auf jeden Fall das mal Hunger. Ich versuche jetzt erstmal das auf Stufe 2 zu bringen. Rage kann man halt noch sehr schnell bauen. Ich baue das Item, das durch draufhauen Rüstung wegmacht. Das werden sie jetzt leider auch aufgeben. Ja, bei uns sieht die hinten immer so powerful aus dann. Jetzt, falls ihr mal in eurem Spiel gegen Kindra spielen müsst, ihre große Schwäche ist ja Early Game. Wenn ihr sie im Early Game niedermetzelt, dann kann sie gar nichts mehr. Seht ihr in der gegnerischen? Wen? Ja, in der gegnerischen Kindra. Gerade gestorben ist. Guck mal oben die. Level 8 und 9, da müsste ich eigentlich die Ulti demonstrieren können. Sehe ich sie natürlich nicht mehr. Beide abgehauen. Dann weiß ich nicht, ob irgendwo Wards im Weg standen. Ah, wir haben sie runtergelockt. Oh, oh. Bam, 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 bam. Schade, dass die Ulti nicht gesettet. Bist du? Nein. Hat alles auf CD, alles tot. Komm mit. Haha, keine Wölfe für dich. Das Schild gegeben. Lass mich mal raus. Jo. Danke. So, alle mal getötet hier. Schade, dass die Ulti nicht gesetzt hat, das wäre so cool, so Matei-Style. Toll, dann ist ja immer unverwundbar. Ja, okay. Ja. Matei auch. An enemy binding has been destroyed. Maybe there. In Mitte könnte man mal den Buff zeigen. Können die Pinks ausnutzen? Meine Ulti dafür, die macht ja prozentual einen Schaden. Ah, das sieht man. Das ist ja, das ist aber auch Kacke eigentlich. Was sollte nicht funktionieren an Bossen und so. Ist Cap gegen Bosse. Er könnte noch mehr machen. Seht ihr den neuen Buff-Effekt sozusagen, so ein Kreis? Bei mir ist es ein Gürtel, bei Dado wäre so ein Heiligenschein. Okay, komm. Dann halt diese Ulti. Weißt du, war zwar unnötig, aber. Wo sie wegläuft. Sehen wir noch, ey. Was soll das? Was soll. Das ist einfach nur so ein Ruf, so kill mich, kill mich. Da war auch Level 13. Der ist ja der Wolf, und der ist ja nicht schlecht. Ja, ja. Das ist der, ja. Er kriegt ihn nicht! Das ist ein Sack. Oh, war aber doch guter Damage. Wer ist wen am lebendig hier? Wir dich? Hab ihn. Miraculix. Ja. Und aufgegeben. Ja, das war der neue Champion, Kindra. Relativ schlechter Assassin. Nein, er ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Es ist halt nur praktisch gelaufen für uns. Wir sehen uns in der nächsten Episode Dawngate wieder. Danach gehen wir vielleicht auch nochmal auf die Schwächen von dem Champions ein. Ihr seht hier, es lief ganz gut. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.